Ja, servus und hallo hier. Das hier wird ein kleines Unboxing-Video von dem Giveaway zu deiner 111 Abo-Challenge. Und ja, ich war einer der glücklichen Gewinner und habe heute dieses Päckchen von dir bekommen. Naja, und zusammen packen wir das jetzt mal aus. Okay. Naja, eine Nachricht obendrauf. Lieber spät als nie. Ja, Jas, ich weiß, was du meinst. Die Nachricht da drin, die lese ich mir kurz durch. Schau mal kurz rein. Viel Spaß mit deinem Gewinn. Liebe Grüße, Jas. Alles klar. Ich danke dir, Jas, auf jeden Fall. Vielen Dank. Dann schaue ich mir mal an, was wir hier so haben. Ja, hier haben wir schon mal eine kleine, ja, ein Döschen mit Schraubverschluss und mit einer Dichtung, also wasserdicht vermute ich mal. Und ein kleiner Spiegel ist drin, den man ganz gut als Notsignal vermutlich verwenden kann. Super. Also ich glaube, da habe ich auch schon Verwendung für. Super. Die Pfeife, die Notsignalpfeife mit Thermometer und einen kleinen Kompass. Ja, spitze. Ast rein. Die werde ich mir auf jeden Fall an meinem Rucksack machen. Super. Auch dafür vielen Dank, Kias. Dann haben wir hier ein Feuerzeug, falls das mal mit dem Feuerstahl nichts wird. Ja, und ein kleiner Materialkarabiner. Super. Also da weiß ich auch schon eine Verwendung für. Da werde ich meine Kamera dran machen. Und dann werde ich die schön außen am Rucksack befestigen. Super. Hier ist auch dafür. Vielen Dank. Und natürlich Kienspan. Super. Auch das sehr gut. Kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Und ja, ich nenne es mal die Hauptattraktion. Man konnte ja wählen zwischen einem Messer und dem Tatonka-Becher. Ich habe mich für den Tatonka-Becher entschieden. Super. Hier, vielen, vielen lieben Dank. Freut mich sehr. Jetzt brauche ich auch meinen Kaffee nicht mehr aus Gläsern zu trinken. Vielen Dank, hier, auf jeden Fall. Spitzenmäßig. Ja, hat mich gefreut, hier, und wir sehen uns hier auf YouTube. Tschüss, ciao, Roland aus dem Pott.